Hallo meine lieben Freunde des geliebten Gaming, willkommen hier zurück beim LF22 mit dem lieben Florian. Einen wunderschönen. Im Projekt so. Elmquick habe ich vergessen. Nice, top. Jo. So, wir müssen da durch, können wir uns nicht durchdrücken, aber wir gucken uns jetzt mal an. Jetzt haben wir in der letzten Folge zum Schluss ja ausprobieren wollen, wie ein Schwein von innen ausschaut. Okay, ist das jetzt falsch an? Wie hast du dich da rein? Hast du dich von hinten reingestanden und nach vorne geschaut, oder? Jo. Ja. Warum nicht? Ne, also du. Schaut irgendwie falsch aus, gell? Ja, schwierig, der dreht sich immer wieder weg. Ich sehe sein Gebiss von innen, ist weird. Wie schaut denn der hier aus von innen? Das schaut auch so aus. Der hier? Ah, der ist. Oh Gott, der ist gerade am Fressen. Das schaut übelst falsch aus. Ach echt? Oh man. So, ich den hier schnell aufräumen. Beziehungsweise erstmal wieder dieses Dünger. Kaffee ausschalten. So, zwei Kinder und zwei auf dem Hinterrad, dann bin ich voll. Wie schaut es euch an unseren Feldern aus? Beziehungsweise könnte man da schon wieder aussahen. Die sind alle gedüngt. Außer am Raus noch. Irgendwas aussahen macht ja momentan keinen Sinn. Sämaschinen gibt es auch keine. Nö. Aber ich würde trotzdem sagen, wir kaufen trotzdem unsere Sämaschine mal. Die alte bringt noch 18.000 knapp. Die neue. Da haben wir sie. Kostet nur 32.000, die könnten wir uns kaufen. Die könnten wir uns leisten. 6 Ballen auf dem Autoanhänger zu viel? Nein. Nö. Oh ne, jetzt hängt schon wieder die Dreckshupe. Gib mir doch am Arsch. Mann. Jetzt hat. Oh Gott. Wird wieder aufgehört, jawohl! Nein, sie geht, nein! Jetzt hat. Schnell raus! Legt mir wurscht! So. Fenster geschmissen, Tür zu. Alte Seilmaschine ausholen. Wo steht sie? Oh, shit. Die Dure. Mein Hinterer ist voll. Das ist gut. Mensch, ich bringe da noch Honigpaletten mit. Ja, doch. Glaub schon. Heben wir mal hoch. Passt. Türe zu, dann kann die weg. Machen wir mal hinten wieder zu. Radio on. Ja, da brauche ich auf jeden Fall auf dem Mahindra auch noch nicht. Ich komme nicht weg, Alter. Schau dir das an, wie die Reifen durchdrehen. Ja, wir müssen den fahren. Vorwärts oder rückwärts? Vorwärts. Der bewegt warte, sich. Warte, können wir mal auf einen Moment. Ich komme hier raus. Soll ich schieben? Nee, ich komme hier raus. Können wir mal sicher auf zwei. Rückwärts? Ja. Wie ja. Brauchst den Eumel? Ja, haben wir mal. Okay, ich fahr da mal dabei. Unser Raps müsste auch schon bald. Okay, wir haben Juni, dauert noch ein bisschen. Im nächsten Tag müsste auch schon reif sein. Die Reifen, ey, ohne Scheiße, wir würden, glaube ich, schon drei Paar Reifen brauchen vorne. Mensch. Hey. Aber der schaut ja eigentlich bloß auf Wiese Acker. Ja. Ah, ja, aber auf hier. Dem anderen Weg, ja. Auf dem immer. Ja, okay, ja. Wir wahrscheinlich schon 10 Paar geplatzt sein, Alter. Ja, deswegen. Was, wo gibt's denn das DB-Preis für die da? BGA, glaube ich, normalerweise. Oder bei Johnson. Glaube ich zu wissen. Viehhandel.
Viehhandel gibt es am meisten momentan. Abfahrt zum Viehhandel. War hinter so, lass Kollege. Dir lass dich, also gut, ich gehe erst. Hast die Honigpaletten auch mit? Nee, weil ich die also, beim Viehhandel kommt bloß mehr. Weil ich die beim Viehhandel... Oh shit, Alter. Oh, der wird verarglaubt, sag mal. So. 8, 5, 4, 3, 2, 3. Alter. Wie? 0. Ich glaube, ich hock auf. So, dann reden wir noch mal ganz kurz. Jo, danke, die kann. Bringt es was, wenn wir die noch mal reparieren? Nee. So, den mal ganz kurz. Gehen wir ganz kurz den mal hin, oder? Ja, das war schnell. So. Ja, doch, bringt es. Und ganz kurz mal hin, 25.000 so gut, warte. Ja, zeig komm auf. Drin. Ich muss dir was zeigen. Ach, da hast du Ballen aufgemacht. Ja, das war auf den. Ja. Lo. Oh. Ja. So bin ich gerade hier hochgefahren, gell? Weil er dann mehr Grip hat, oder? Ja, weil dann. Du hängst mit dem Stützrahmen. Nein, nicht rückwärts, vorwärts. Ja. Jawohl. Oh Junge. Abfahrt. Du merkst, man merkt nicht, dass die Stütze überhaupt da ist. Oh ja. Ja, ist gut. 175.000. Top. So, jetzt klatschen wir den neuen ran. Lemkane. Oh shit, Alter, der hüpft. Jetzt sag ich, nehm einfach ein random Ding. Oh, Kava. Oh, ist schon nicht fein. Ist umgefallen? Oder hast du schon ein Lied dazu? Nee. Ich hab grad ein geiles Lied da. Ach so. Und der hüpft, der hintere Hänge hüpft die ganze Zeit. So. Ich hätte gar nicht drauf klatschen sollen. Ich habe nicht mal genügend Anschlüsse, um die alle anzuhängen. Gib Stoff jetzt. Lol. Das Schützrad ist doch komplett am Müll. Ja. Kann ich da? Jetzt hat mich auch noch einer gehabt, Alter. Anhängen. Oh, dazu. Achso, es geht nicht mal das. Ah. Aber das können wir gleich auffüllen. Wenn es schon eben dran steht. So. Aber schade, dass das nicht, dass das Ding nicht geht, dass sie dann angehen können. Ja, mei. Aber wir haben eine neue Sämaschine, wow. Das ist die Hauptsache. Der Dünger hat die auch, dann nehmen wir gleich noch was mit. Ja, ich bin fix, wollen wir. Wie viel geht denn überhaupt in die rein? Liter. Das ist natürlich jetzt nicht von was. Immer so, ja, ein Düngerbeutel muss lang. 1000 Liter, ja doch. Ich nehme mal einen Schnauber. So, und dann können wir jetzt aber heim. Wobei, da gehen zwei rein. Hoppala, Alter. Aber, oh, so 13.000. Ich hab den abgeladen. Hallo? Ja. Ich hab die Spanngurte weggemacht, gell? Ja. 13.000, ey. Ist nicht schlecht. Ich hab die Spannkarte weggemacht, geh, und die Ballen sind alle auf dem Hinter drauf geklatscht, dass der mit 1000 irgendwann mal weggeploppt sind. Nice. Wenn wir sagen, ja komm, machen wir sie voll. Warum haben wir nur noch 50.000? Hm? Warum haben wir nur noch 50.000? Sehmaschine?
Oh. So. Jetzt haben wir den neuen Jude Große Lemken. Die alte hat nur 20 gebracht. Mhm. Die hat so viele Hydraulikanschlüsse, dass ich die gar nicht hier anhängen kann, alle. Oh shit. Das ist krank. Ich fahr gleich mal einen Howdy-Knobbel weg, nicht? Oh. Dann sind wir wieder auf 50.000. Normalerweise. Aber ich würde tatsächlich sagen, wenn du schon Honig weg hast, pennen wir eine Runde. Ja. Aber wir können halt nichts mehr machen. Aussagen können wir nichts, dreschen können wir nichts, missionstechnisch ist auch nichts wirklich Attraktives da. Ja, da kann ich ja gleich warten bis morgen. Bis im Honig. Ja. Da habe ich schon unser neues Prachtexemplar. Junge, schieb den guten Mann hinter nicht weg, den braucht man. Ja, du schiebst das selber weg. Weil es anders dann nicht geht, das man. Oh, ist nicht fein. Ist doch schön, das gespannt, du. So ein bisschen zu eng. Ich hab drei hintereinander unten. Du hast drei Big Bags? Mein 30 war denn? Ja, 3 Big Bigs. Honigpaletten. Könnt eng werden, aber wir haben es schon mal, glaube ich, hinten ausgedruckt. Aber es buggt dann, haben wir rausgefunden. Aber es geht. Ah, wo bin ich denn? Mach Spango dran. Bist dran. So. Also da bist du. Ja, doch, geht. Lübt. So. Kann man machen. Kann man machen. Oh, alles ist ein fettes Teil. Oh. Guck mal, ob ich jetzt den Bull mache. Halt! So. Viele Hydraulikanschlüsse hat die doch gar nicht. Ja, doch. Ich kann dir auf jeden Fall nicht anhören. 3, 4. Du hast 4 Stück. Drucklufttaste. Du hast keine Druckluft. Natürlich habe ich Druckluft. Ach doch, da unten hast du Druckluft. Ach, du hast einen Stromanschluss. Ja, man kann die Schläuche auf jeden Fall nicht anhängen. Das meine ich halt. Ja, bei meinem bei meinem Case wird es safe gehen. Weiß ich nicht. Der schafft's von der Leistung her nicht. Doch, doch. Ja, nee, aber ich denke nicht, dass. Ja. Aber jetzt wurde 200 PS. Ach, okay. Das passt schon. Warte mal, er hieß schon im Licht. Schaut, glaube ich, sogar besser aus von hier. Ah, wenn wir da mal rausgehen, was schön ausschaut. Ja, dann würde ich mal sagen, können wir pennen. So, dann kann ich ihn stehen lassen. Immer pennen, dann stehen wir auf, Simi. Ja, hätte ich jetzt immer gesagt. Haare aus. Ja. Er ist schon ein schöner Favorit in Pennen. Aber. Irgendwas zahlen müssen oder Geld kriegen? Ja, oh, oh. Zahlen müssen. Hm. Sind die denn? 33 Euro. Wir haben wir nicht alles zurückzahlt? Jetzt ist alles weg.
Was hatten wir denn? Hatten wir 5000 Augen oder was? LD3! Krieg 0. Hm, egal. Schön. Jawohl, süß. Muss ich abhängen? Können wir irgendwas ansehen? Nee. Doch, jetzt können wir schon was ansehen normalerweise. Nee. Es ist Juli. Ist Punkt Juli, da können wir gar nichts. Deswegen wird es auch keine Mission. Oh. Alter Vater. Hm? Da bin ich bei. Ja. Oh, nehmen wir auch. Nehmen wir auch. Machen wir auch. Oh. Alter, was war das gerade? Warte, das nochmal eine für 2000 Euro. Sollen wir die auch nehmen? Was? Düngen. Ja, das ist fast 2 Jahren. 2000 Euro ernten. Gerste. Nee, 2000 ist viel zu wenig. 2000 Euro für Dreschen, Alter. Also, das ist ja nix. Hol jetzt erstmal die Hänger raus, so. Aber die 75 ist auch nicht groß. Ja, deswegen gibt's ja nicht viel. So. Opern für 3000 Euro. Ja, das kann der Käse machen, meinetwegen. Mach mal 2000 Euro. Mit 28 ist das klein oder groß? Oh, ich mach die mal. Mach mal, das ist nicht groß. Das gleich mal. So. Hänger kann ich die hier stellen. So. Dann ernten wir mal Robson nicht. Da ist er. Den gleich schon mal draußen hin. Oha, wer hat denn die Steine hier hingekippt? Die haben wir immer alle dahin gekippt. Mit Stone Crusher auf der Map. Ja, bis auf jeden Punkt. Auf jeder Map einer normalen, also der Standardkarte, also ja. Wo ich nachher noch mal schnell weg. So, Gruppe. Was war es in Gruppe, oder? Ja. Jo. So. Zack, Kabel ran. Irgendwo vor und hoch. Hoppala. Zusammenklappen einmal. Ja, wo muss ich hin zum Grubbern? 20 und. Dreier 50er ist am nächsten, fahren wir gleich dahin. Hoppala. Da war noch ein Bokado von nicht. So. Ach, 53, da haben wir mal draußen. Da war ja was. Schauen wir mal, ob ich ein Gewicht brauche zum Aufladen oder nicht. Verstorben, ne?
Oder stehen wir hinter rein oder was? Oh Scheiße, Dreck. Und links. So, viel Spaß, Kollege. Der ist am Dreschen. Schwierig. Aber ich gehört, unser Hund ist auch. Der Preis wird ruschen wird. So, jetzt holen wir uns mal einen Düngerstreuer ran. Den guten. Wenn ich uns verrecken nicht hoch. Was ist, du kommst nicht hoch? Und verrecken mit. Natürlich nicht so vor der Luft. So, hoch. Und Abfahrt. Und wir jetzt erstmal noch ein bisschen Dünger besorgen. Alter, steht hier was immer am Hof. Richtig doof steht. Aber liebe Leute, wir sind trotzdem auch mit dieser Folge fertig. Jetzt kommt natürlich die Moderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, dann kostet auch keinen Cent und den roten Knopf drauf. Falls ihr den digitalen Glocke aktiviert, dann würde nichts mehr verpassen davon von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Aimquick im LS22 zusammen mit dem Philipp. Und bis dahin macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.